kannst du noch nicht sein lassen. Und dann heiße ich herzlich willkommen zu Let's Play Half-Life 2 Episode 2. Das am 10.03.2019. Ja, ich habe doch nochmal Zeit gefunden, um mal ein bisschen mit euch dieses Spiel nochmal weiter zu zocken. Diese Episode. Und ja, wir haben das letzte Mal halt das Lebensextrakt für Alex geholt, sie wieder geheilt und ja, sie ist wieder am Leben. Und jetzt machen wir uns immer noch auf den Weg nach White Forest. Ja, was unsere aktuelle Mission noch ist. Alle autonomen Einheiten. Oh nein! Die Konvoi sind unterwegs. Ja, und sie tragen Schulatoi. Advisoren noch in Inkubationskapseln. Sie sammeln und vereinen die verstreuten Combine-Truppen. Das haben wir also in der Zitadelle gesehen. Die haben es ja ziemlich einig. Sie ziehen zielstrebig nach Norden. Norden? White Forest! Wir müssen vor ihnen da sein. Nicht weit von hier sind Menschen mit einem Fahrzeug. Sie werden unsere Notlage verstehen. Worauf warten wir dann? Dann werden wir uns mal eben halt aufhalten. Wir müssen vor ihnen da sein, bevor die nach White Forest kommen. Forest Gump! Ist doch ein bisschen zu laut. Ja, so geht's. Definitiv nicht im Himmel. Sucht Schutz in der Nähe des Abwehrgeräts. Ja, ja. Komm. Irgendwo eine Königin oder irgendwas? Verdammt, das war nicht so klug. Und noch zwei von denen, ich hab bekloppt. Diesmal kann er ihn ohne Bedenken töten. Aha. Der Wächter versperrt uns endlich, aber nun können wir ihn fangen. So, wir besiegen den. Alter Vater, komm, geh doch mal tot. What the fuck, was ist denn das? Freeman, wir kommen nicht weiter, solange der Wächter lebt. Ja.
So, tot. Was flackert, ey? Guckt euch das doch mal an. Nur noch der hier. So, beide tot. Saubere Arbeit, Coden. Tut mir leid, dass ich nicht mehr lassen konnte. Das ist nur irgendwie hoch. Machen wir auch. Gute Arbeit, Freeman. Freeman, sehr gut. Er hat diese Wachen geradezu niedergemäht. Vorwärts. Das gesuchte Fahrzeug befindet sich oben im Lager. Ja, dann öffne mal mit dem Wort. Auch deine Hilfe. Mit diesem Fahrstuhl gelangen wir direkt zum Fahrzeug. Hier ist noch ein, ja, hier ist noch ein Viech. Ja, genau du. So, tot. Alter, verdammt, ich flieg da noch darunter. Aber wir finden schon irgendwie einen Weg. Genau hier. Und tschüss. Danke, Gordon. Sonderbar. Die Wachen sollten uns längst bemerkt haben. Ob die Combine sie gefunden haben? Diese Theorie ist durchaus plausibel. Erstmal brauche ich Heilung. Das finde ich mal noch immens wichtiger. Also, naja, weil ich nicht mehr viel Energie habe. Deshalb ja. Nö, ich nehme jetzt nur noch mal ein bisschen auf Vorrat auf, dass ihr Videos habt. Für eine Weile lang. Ja, wäre schon gut. Weil ich pro Tag erstmal nur ein paar zeigen möchte, weil so, weiß ich, wie viel Interesse ihr an dem Spiel habt. Deswegen. Ist ja wohl plausibel. Darum mache ich das ja auch. Natürlich werden auch wieder Oddworld, Apes Exodus Parts kommen, aber, kommt drauf an, wenn ihr mehr Bewertungen da lässt, nicht nur zwei, sondern mal paar mehr, denkst du auch mehr Folgen davon. Okay. So viel Zeug hier? Wahnsinn. Haben sie gefunden. Aber es hat ihnen nichts Gutes gebracht. Kopfgraben haben sich auf beide Gruppen gestürzt. Die haben es wohl hinter sich. Sieh mal! Da auf der Brücke! Ich sehe das Auto, von dem du gesprochen hast. Anscheinend haben sie versucht zu fliehen, sind jedoch nur bis zum Abgrund gekommen. Also wenn sie es rübergebracht haben, schaffen wir es vielleicht wieder auf diese Seite.
Wir empfehlen Dr. Freeman für diese Aufgabe. Hey, mir geht schon viel besser. Dies würde nicht anhalten, wenn man sich in die Toxine da unten stürzte. Wir sollten Deckung von oben geben, während Dr. Freeman die Gefahren in der Schlucht umgeht. Dieses montierte Gewehr wäre zum Beispiel nützlich. Der Waffe scheint Energie zu fehlen. Los, Freeman. Ich kümmere mich um Alex Vance. Tja, Gordon. Jetzt liegt es an dir. Hier, ich schalte das Feld aus. So, da bin ich ja mal gespannt. Viel Glück, Gordon. Vorsichtig. Ich höre schon wieder Zombies. Ach, ich muss hier hinter, ja, komm. Genau deswegen bin ich. Hau ab, du Kackstuhl. Und abwärts. Ich höre doch da irgendein Zombie hecheln. Nö. Morgen wird es ein Video geben, wo ich mal vorhabe, so zukünftige Let's Plays, die noch folgen werden, zu machen. Da ist ein Zombie hinter. Ich hab nur so ein Gefühl. Ja, wusste ich's doch. So klar, dass so ein ekelhaftes Kopfkrampf hier rumläuft, auch noch giftig ist. Eigentlich wollte ich ja auch Half-Life Blue Shift vorher spielen, bevor wir überhaupt Episode 2 spielen. Aber ich hatte mich jetzt halt umentschieden, dass wir jetzt Episode 2 spielen, weil ich einfach im Moment mehr halt die Story weiterspielen wollte. Deshalb. Da könnte ich runter. Erstmal eh hier gucken. Nö. Öffnen. Och nö. Doch sterben. Irgendwie mag ich das Design nicht. Nee. Sieht für mich gar nicht aus wie so eine Kopfkrabbe, aber das ist eine giftige. Wenn ich mal so diese ganzen Zähne angucke, wo sind da... Ist es denn auch scharf? Okay.
Genau, das war mein Plan. Ja, verbrenne! Katzumi. Was drauf gehen? Das war meine Intention, dass du verbrennst. Doch mal erwischt. Ich werf da mal drin. Ja, danke. Oh nee, da gehen wir noch nicht hin, aber gleich. Kann ich auch hin? Kann der hier echt aus dem Container? Geht's. Wir werfen da mal was hin. Okay. Also hier musste ich gar nicht hin. Oh Mann. Okay. Dann kommt mal her. Ja, wo bin ich denn bitte sonst? Hm? Du bist da oben. Lass mal den mal herkommen. Ist da noch eine? Hoffentlich nicht. Ja, komm, nimm mal das mal mit. Oh nö, komm.